gegen Mario Kasun. Macht er gut, Patrick Femerling. Schöner Pass auf Femerling. Wunderbar und noch ein Foul. Ich kann es werfen lassen. Zum Korb allerdings nicht. Gut verdammt zu kommen. Der ist gut gespielt. Auf Femerling. Ah, das war wieder ganz knapp. Femerling. Green ist da jetzt mal unter dem Korb. Foulspiel, gibt zwei Freiwürfe. Gegen Kasun. Patrick Femerling für Steiger. Dann kommt der Lobpass. Und das ist wunderbar gespielt. Detour in der Defense. Nochmal danke an die Unterstützung auch zu Hause. Unterstützung hier in der Halle. Ich denke, das hat uns viel gebracht. Und ich denke, das ist eine Mannschaft mit viel Zukunft. War es das letzte Länderspiel jetzt endgültig für Patrick Femerling? Erstmal ja, glaube ich. Erstmal ja, wenn der Bundestrainer nochmal kommt, wenn es eine Wildcard gibt vielleicht für die WM nächstes Jahr, ist dann ein Umdenken möglich? Ist immer alles möglich, aber ich glaube, dass irgendwann muss man auch aufhören. Ne? Also meine Frau und mein Kind zu Hause, die vermissen mich bestimmt auch, ich vermisse die. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt, auch wenn wir jetzt weitergekommen wären, wäre es schön gewesen, aber dass ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, dann zu denen nach Hause komme. Nochmal ganz kurz ab vom Familiären zum Sportlichen. Was glaubst du, wie sieht es um die Zukunft des deutschen Basketballs aus? Wir haben hier heute Spieler auf internationalem Niveau während der gesamten EM gesehen, die vielleicht in Europa kaum jemand kannte. Alle Kollegen auch sagen, das ist aber erstaunlich, was da geht. Wie sieht es um die Zukunft aus? Ich denke, es gibt genug Talent. Es gibt genug Talente und gute Spieler. Also Robin und Elias haben letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt, ja, und kommen hier hin und müssen sich mit den Besten Europas messen und müssen sich da nicht verstecken. Als Beispiel, ja. Und ich denke, dass da viel nachkommt, aber noch viel Handlungsbedarf ist von der Liga, dass man da den jungen Leuten einfach eine Plattform bietet, einfach eine Möglichkeit bietet, früh zu spielen, sich früh zu entwickeln auf hohem Niveau. Und natürlich, dass die Sichtungen und die Vereine einfach noch mehr tun in Jugendförderung. Ja. Patrick, dann gib den Jungs mit auf den Weg, dass wir viel Resonanz bekommen haben, dass auch den Fans daheim das wirklich Spaß gemacht hat mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Ich habe noch eine Culture Candela CD, schöne neue Welt. Für dich dann schöne alte Welt mit der Familie. Gruß an die Frau, an die Tochter und toi 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 für die Zukunft. Vielleicht sehen wir dich ja doch nochmal, gar nicht unbedingt im Nationaltrikot, aber wird ja auch Zeit, dass man einen Club sich nochmal meldet. Ne? Genau. Alles klar. Dankeschön, Patrick Femerling.